Der Sommer kommt, die Temperaturen steigen und sie müssen gießen und bewässern. Hier sagen die Gärtner, ein Gießen, ein Bewässern bei strahlendem Sonnenschein ist nicht zu empfehlen, denn ein großer Teil des Wassers kann verdunsten und die Pflanze kann durch das Wasser auch direkt geschädigt werden. Daher besser in den Morgenstunden sowie in den Abendstunden bewässern und gießen. Nutzen Sie Regenwasser, soweit es möglich ist, zum Gießen Ihres Rasens und Ihrer Blumen, also eine Regentonne oder auch einen entsprechenden Tank im Erdreich, welcher das Regenwasser sammelt. Natürlich gibt es zum Bewässern auch automatische Bewässerungssysteme. Diese sorgen für einen sehr sparsamen Einsatz des Wassers, sind vollautomatisch und gießen oder bewässern bedarfsgerecht. Hier gibt es Systeme, die überirdisch arbeiten, also Sprinkleranlagen oder solche, welche im Erdreich vergraben sind, das sind meist Schläuche. Wenn Sie zum Bewässern Pumpen verwenden oder Pumpen benötigen, so bitte achten Sie darauf, dass diese Pumpen sehr energiesparend sind und dass sie nicht im Dauerbetrieb laufen, sondern nur dann, wenn Sie wirklich die Bewässerung aktiv haben. Sonst kann diese Pumpe zu einem unnötigen hohen Energieverbrauch führen. Und wiederum der Tipp, nachdem diese Systeme strombetrieben sind, haben Sie die Möglichkeit, den Strom aus einer Ökostromanlage, aus einer PV-Anlage des eigenen Hauses oder auch mit Ökostrom der Salzburger AG zu betreiben. Und ganz wichtig zum Schluss, achten Sie darauf, dass die Leitungen, die Wasserleitungen dicht sind, denn undichte Wasserhähne und Gartenschläuche verbrauchen Unmengen an Wasser unnötig.